Hallo Welt da draußen, hier ist der einsame Wanderer. Ich mache einen kleinen Rundumblick. Ich bin hier in Sölvesborg. Ich glaube, das ist so eine Art Halbinsel. Und ich bin hier am Strand und mache heute mal einen Tag frei. Bin also einfach ein bisschen zur Küste gefahren. Es ist nicht so ultra weit, weniger als 2 Stunden für mich. Und wollte euch heute mal ein Video machen, ein spezielles. Zum einen möchte ich das verbinden damit, dass ich euch auch einfach zeige, wie schön das hier ist. Ja? Ich drehe das einmal für euch. Seht ihr so ein bisschen, was hier so geht? Auch mit der Vegetation da hinten und so. Ja? So, ganz langsam mal gedreht. So, das ist so ungefähr, wo ich bin. Hier unten das Wasser und das Meer. Finde ich einfach schön. Und ich gehe jetzt mit den Füßen durchs Wasser. Und warum mache ich das Video heute? Nicht direkt, um euch Urlaubsimpressionen zu bringen, sondern um euch was zu erinnern. Die Herbstzeit steht jetzt an. Und sie machen schon wieder die große Welle mit Eris und was da nicht noch alles für komische Varianten gibt. Und nee, Pandora, Panderix, Pandora, ich weiß es nicht. Irgend so was mit hier, glaube ich, gab es da auch noch. Und das Wichtige ist zum einen, jetzt habe ich mir gerade die Klappe gepackt. Okay, das ist live. Jetzt bin ich gerade hier, im Matsch eingebrochen, im stinkenden Schlamm. Ist mir egal, ich mache einfach weiter. Ja, es wäre auch noch nicht passiert, dass ich mich auf die Nase gelegt habe beim Film. Der Sandrutsch hier runter. Also was wollte ich eigentlich? Ja, also es gibt einmal die Varianten, die hier Umlauf haben. Und die natürlich auch, wie in jedem Herbst, natürlich prinzipiell erstmal ein Erkältungsrisiko darstellen. Zum anderen machen die natürlich hier wahnsinnig Panik. Ich drehe noch mal ein bisschen für euch den Blick. Richte mich etwas. Also zum einen, das ist das Normale der Herbsteszeit. Ja? Und zum anderen haben wir hier im Augenblick, wie immer, das Mantra der Angst. Angst, 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 das ist ganz wichtig. Angst vor Krieg, Angst vor Hitze, na, jetzt wohl nicht mehr. Angst vor Klima, Angst vor Heizgesetz, was auch immer. Das heißt, das sind zwei natürliche Stressoren, die unser Immunsystem natürlich schwächen. Und zudem, wenn wir uns mit den ganz negativen Nachrichten noch begeben, jeden Tag, dann schwächt das auch noch. Was ich damit sagen will, ist, ihr müsst ab und zu meiner Ansicht nach mal gezielt raus, sozusagen. Ihr müsst euch gezielt mal auf die schönen Dinge des Lebens sozusagen einlassen, weil die wollen euch ja kaputt machen. Die wollen euch ja kaputt machen, ja, indem sie das machen. Die wollen euch ja schwächen, euch in Angst halten, um euch besser steuern zu können. Und zusätzlich auch damit krank machen. Das ist natürlich eine ganz perfide Sache. Deshalb müsst ihr euch mal rausnehmen einfach. Ihr müsst euch mal rausnehmen, gezielt Vitamin D sammeln, viel rausgehen und dann einfach auch mal einen Tag so ein bisschen Detox machen. Das mache ich jetzt damit ja auch heute. Ein bisschen Detox in dem Sinn, dass man sagt, was ist Detox? Ich glaube, ist ja auch egal. Also ihr müsst euch quasi mal entgiften von diesen Dingen. Und mal versuchen, gezielt mal einen Tag oder zwei euch rauszuziehen. Weil diese negativen Dinge schädigen auch euer Hirn, ja, wenn das so läuft. Und deshalb ist es einfach wichtig, sich eine Auszeit zu gönnen. Dann kommt man auch mit neuer Kraft zurück. Und gerade jetzt vom Winter ist es besonders wichtig, um gesund zu bleiben. Ja, und sich nicht in Panik treiben zu lassen. Nochmal ordentlich Sonne nehmen. Nochmal ordentlich entspannen und dann kommt man auch vielleicht gesund durch den Winter. Ich lege mich, glaube ich, schon wieder auf die Nase hier. Also das einfach, ja, von mir heute an euch so der Tipp, zieht euch mal gezielt raus. Es ist auch keine Flucht zur Realität, sondern es macht die Realität erträglicher. Und der Punkt ist, würde ich gar nicht sagen, oh mein Gott, das geht doch nicht und was da alles passieren könnte. Ja, ist richtig. Aber wenn morgen Krieg losbricht, ja, glaubst du, du kannst es verhindern? Dann ist es so. Und gut, man kann darüber spekulieren, ob ein Tag früher oder später das Wissen gut ist oder schlecht.
Aber im Endeffekt ist es dann so. Und du wirst es nicht drehen können, du als kleiner Einzelner. Und ja, dementsprechend ist es vielleicht auch ein bisschen eine Sucht, wie das auch bei den YouTubern wie mir ist. Es ist eine gewisse Sucht, dass man immer dran ist, immer die neuesten Nachrichten guckt. Aber das kann eben auch zur negativen Sucht werden. Und deshalb nehme ich mich auch mal raus und versuche mal, nicht die Nachrichten anzugucken. Und ich habe heute die Nachrichten noch nicht wirklich angeguckt. Weil es einfach mal wichtig ist und euch gesund hält. Und das ist für mich einfach dieser kleine Gedankengang heute. Entgiftet mal sozusagen von den Medien. Und wenn ihr in den Medien hängt, dann seid ihr auch immer online. Und ihr seid ja auch immer damit online. Und es ist auch mal gut, offline zu sein. Denn früher, wisst ihr, als ich jung war, da gab es nur Offline-Leben. Da gab es kein Online-Leben. Es ging auch irgendwie. Und tut euch was Gutes, dann kommt ihr auch gut durch die Angst und gut durch den Herbst. Das wollte ich einfach heute mitgeben. Ich denke, das ist eine kluge Geschichte. Ich wünsche euch was und auf bald.